Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Sabine von sabineskartendesign.de und ich freue mich, euch wieder bei einem Videohop vom Team Stempelwiese zu begrüßen. Der eine oder andere verfolgt uns vielleicht auch schon und weiß schon, was das ist. Für alle anderen, die jetzt frisch dazuschalten oder frisch sich einmal meinen Kanal anschauen, erstmal ein herzliches Willkommen. Wir vom Team Stempelwiese sind ein paar Mädels, die sich zusammentun einmal im Monat und zu einem bestimmten Thema etwas basteln für euch, also Anleitungen machen. Da kommen echt immer tolle und sehr interessante Sachen raus, auch mal was ganz anderes wie eine Karte. Und hüpft sie mal durch alle durch. Ich verlinke euch die Playliste und auch unten in der Beschreibung ist auch noch mal, sind auch nochmal alle verlinkt. Gut, bei mir geht es um Muttertag, wie man ganz deutlich erkennen kann. Und zwar habe ich da für euch diese Drehkarte. Die habe ich jetzt mal schon ewig einmal in meiner Schublade liegen gehabt und habe die jetzt rausgekramt und habe die angepasst auf die Maße, damit man es in ein normales Kuvert reintun kann, weil vielleicht kann man ja die Mama jetzt nicht besuchen wegen Corona. Deswegen dachte ich mir, ist ganz praktisch, wenn man es verschicken kann. Und die kann man dann im Endeffekt, so kommt die an oder so steckt man es ins Kuvert und dann kann man die so aufklappen und da ist dann nochmal was drin. Das war jetzt mein Prototyp einmal, beziehungsweise mein erster Versuch wegen den Dingen, also wegen den Maßen, ob das dann auch so alles so hinhaut. Und die habe ich jetzt eigentlich zum Geburtstag gemacht. Dann habe ich die eine oder andere hat es vielleicht schon auf meinem Post gesehen. Die habe ich dann bei meinem Basteltreff jetzt gemacht. Die ist jetzt definitiv für meine Mama. Zum Muttertag, ein schöner Strauß, ist ein wenig älteres Produkt, aber das macht jetzt in dem Fall nichts. Und da in die Mitte kommt dann das Bild von mir und den Kindern rein. Also ihr seht, das ist wirklich auch wieder sehr variabel, die ganze Sache. Es ist auch so, dass die, die mich verfolgen oder immer wieder mal reinschauen, die wissen, dass ich es gern mit Effekt habe, eine Karte, aber ohne großartigen Aufwand. Wobei ich jetzt sagen muss, dass die jetzt schon ein bisschen mehr Aufwand einmal braucht, aber man wächst ja an seinen Aufgaben oder mit seinen Aufgaben. Deswegen werden wir die heute zusammen basteln. Dieses Mal habe ich mich ja mal für Ton in Ton entschieden. Das ist Bermuda Blau und das Designerpapier hat es ja bei der Celebration gegeben, dieses Ombre Effekt. Die habe ich jetzt bei den zwei Karten ja auch schon genommen und ich fand das echt toll. Gefällt mir auch und deswegen werden wir mit dem heute arbeiten. Gut, als erstes brauchen wir den Grundkarton, also den Farbkarton, mit den Maßen 15 cm auf 17 cm. Wir haben ja hier 21 und hier haben wir 29 irgendwas. Das heißt, ich schneide mir hier 15 cm ab. Dann habe ich hier nochmal für eine normale Karte auch nochmal Papier, also nicht zu viel Verschnitt. Und mache hier dann auf 17 cm. Den Streifen hebe ich auch auf. Vielleicht brauchen wir es zum Ausstanzen. Kann man also gut verwenden. So, jetzt legen wir die kurze Seite an und falzen einmal bei 2 cm. Dann nehme ich jetzt die 2 cm auf der Seite, weil dann habe ich hier genügend Fläche zum Anlegen. Da falzen wir einmal runter. Dann drehe ich das Ganze um 90 Grad. Und falz auf der anderen Seite, nein, 180 Grad sind es. Entschuldigung, drehe ich einmal 180 Grad und falz noch einmal bei 2 cm. Genau, dann lege ich die lange Seite an und falz einmal bei 4 cm. Dann falz ich bei 7 cm. Wer möchte, kann jetzt im Endeffekt die Falz nicht durchziehen, weil in der Mitte ja mal was gestalten kann, sondern das Licht kurz, nee, dann wird es zu dunkel. Oh, Mist. Ihr habt ja hier an der Seite eure Maßeinheit hier runter wird's, ja, und da könnt ihr jetzt im Endeffekt hier einmal bis 2 cm falzen, also bis zu der ersten Falzlinie, dann hebt ihr das leicht an. Da ist die zweite Falzlinie, setzt da wieder an und falzt dann durch. Das heißt, ihr habt dann die Falzlinie, man sieht es hier nur unten und nicht durchgezogen. Im Normalfall, wenn man hier in der Mitte ein komplettes Designerpapier draufklebt, dann ist das nicht so schlimm, wenn man durchfalzt. Das habe ich jetzt auch
Hier habe ich immer durchgefalzt, das sieht man dann nachher nicht mehr, weil eher Designerpapier drauf ist. Na, also hier sieht man es, da habe ich durchgefalzt, aber das sieht man ja dann nicht mehr. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt und vor allen Dingen auch, wie sicher ihr mit dem Falzen schon seid. Also gut, wir haben 4 cm gehabt, wir haben 7 cm gehabt, jetzt machen wir 10 cm. Da wer möchte durchfalzen oder wer möchte nur die 2 cm. Und dann kommen wir auf 13 cm. Hier auch wieder nur, wer möchte diese 2 cm oder einmal durchfalzen. Das heißt, nein, hier müssen wir durchfalzen. So, Entschuldigung, also da wieder durchfalzen. Genau, dann habt ihr das im Endeffekt hier eine durchgezogene Linie, hier eine durchgezogene Linie und hier nur die Falzlinien für den Drehmechanismus. Gut, zum Falzen war es das jetzt schon. Jetzt müssen wir ausschneiden. Und zwar, ich lege euch das nochmal so her, müssen wir jetzt uns hier das rausschneiden und auf der anderen Seite rausschneiden. Das könnt ihr einmal natürlich mit dem Lineal und einem Cuttermesser machen. Oder wenn schon jemand ein wenig geübter ist oder das auch mal gerne testen möchte, das ist wirklich nicht schwer, kann man das auch wunderbar mit unserem Schneidebrett machen, eben wegen dieser Zentimeterangabe. Das heißt, ihr legt es jetzt zum Beispiel bei 4 cm an, also lange Seite oben, die 4 cm anlegen. Gut, und dann müssen wir von 2 cm bis 13 cm falzen. Das heißt, ihr legt jetzt zum Beispiel eure Schneideklinge hier oben. Da habt ihr ja, wartet mal, das zeige ich euch jetzt nochmal schnell. Ihr habt ja hier, ich hoffe die Kamera kann das einfangen, aber ich denke schon, bei dem geht es vielleicht. Da habt ihr doch so einen Strich. Und das ist genau die Anzeige, wo eure Falzklinge ist oder eure Schneideklinge. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel bei 2 cm anfangen müsst, 2 cm sind jetzt hier, dann kommt dieser Strich genau hier bei 2 cm hin und dann kann man anfangen. Also nochmal, ihr legt es bei 4 cm an, lineal runter, dann leicht anheben, dass es noch nicht schneidet, dann bei 2 cm im Endeffekt einstechen, runterziehen bis 13 cm und dann habt ihr genau in dieser Linie geschnitten. Also perfekter geht es eigentlich nicht. Genau, das machen wir auf der anderen Seite auch, da drehen wir es einmal wieder um, legen es wieder an. Bei 4 cm heben an, von 2 bis 13 cm schneiden wir wieder. Dann legen wir das Ganze so an, mit der kurzen Seite bei 2 cm, so wie wir vorhin auch gefalzt haben. Und jetzt schneiden wir von dieser ersten Falz zu der nächsten Falz, also genau 3 cm. Ihr müsst von der Falz hier zu dieser Falz schneiden, genau diese 3 cm. Das heißt, ihr legt es wieder an und jetzt müsst ihr schneiden von 4 cm bis 7 cm. Und, muss ich gleich überlegen, von 10 cm bis 13 cm. Und dann passt es. Dann legen wir es auf der anderen Seite genauso an, bei 2 cm und schneiden wieder. Legen an und schneiden wieder von 4 cm bis 7. Oh, Papier nicht verrutschen. Nochmal anlegen. Und von 10 cm bis 13 cm. Genau. Und falls jetzt einmal eine Ecke nicht so genau erwischt, dann müsst ihr halt nochmal nachschneiden oder mit unserer tollen Schere. Und jetzt haben wir eigentlich schon unseren Mechanismus fertig. Zum Falten. Das ist, glaube ich, das einzige Tricky an der ganzen Sache. Ihr könnt das jetzt alles schon einmal so leicht anfalzen, nachfalzen. Genau. Und dann ist es so, dann nehmt ihr eure linke Hand und knickt es einmal hier rüber. Und zwar hier in der Mitte. Also nicht an dem ersten Falz, sondern an dem zweiten Falz, dass es so ist. Okay? Und dann haltet ihr mit dem rechten Daumen das in der Mitte hier fest und tut das wieder so rüberfalzen. Das kann sein, dass das ein paar Mal braucht. Bis das sitzt und bis man es, bis es sitzt im Endeffekt. Aber das ist ja der Vorteil am Video.
Ihr könnt es euch immer wieder anschauen. Also nochmal auf. Ihr habt es so in der Hand. Dann müsst ihr hier in der Mitte die Falz kriegen. Also da müsst ihr umknicken, nicht hier vorne. Das ist zu weit. Also hier einmal in der Mitte festhalten und dann wieder zurück. Und dann habt ihr eure Karte. Und dann geht es jetzt eigentlich schon ans Verzieren. Jetzt schneiden wir uns einmal das Designerpapier zurecht. Und zwar brauchen wir hier, das muss ich so mal noch schnell ausmessen, das habe ich mir nicht aufgeschrieben, aber das ist nicht so schlimm. Ihr könnt jetzt Folgendes genau auch noch machen. Ich habe jetzt hier bei dieser Karte zum Beispiel hier das Designerpapier komplett durchgeklebt. Ich habe mal meine eigentliche Karte, die in der Schublade lag, da habe ich es nicht durchgeklebt. Also da sieht man Farbkarton drunter. Das ist natürlich jetzt super praktisch mit Dunkelblau. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Da sieht man den Farbkarton nochmal durch. Und da eben nicht. Das könnt ihr jetzt handhaben, wie ihr wollt. Ich habe mich jetzt unterdessen auf das komplette ein wenig eingeschossen, weil das dann für mich ein wenig ruhiger ist, weil das Papier schon relativ unruhig ist. Aber wie gesagt, das könnt ihr selber machen. Wenn ihr das im Ganzen machen wollt, dann braucht ihr 14,8 auf 3,8. Das schneide ich mir jetzt als erstes einmal ab. Das heißt, ich mache mir zwei Streifen mit 3,8. Genau. Und schneide die ganzen auf 14,5. Na, das Dunkle lassen wir diesmal dran. 14,8, Entschuldigung. 14,8. Zack. Und da auch 14,8. Jawohl. Ich muss da rein rübergehen, sonst blendet das Licht so rein. Gut, dann haben wir im Endeffekt diese zwei Streifen schon. Dann brauchen wir jetzt die kleinen Streifen. Da braucht es 6 mal die Größe 1,8 auf 2,8. Da ist es auch so, dass ich mir das hier nehme, das auf, was haben wir jetzt gehabt? 1,8. Auf 1,8 schneide, dann nehme ich wieder die Seite hier rüber, weil ich dann besser anlegen kann. 1,8. Zack, da wollte ich zwei Streifen brauchen. Machen wir gleich nochmal einen. 1,8. No. Zack. Und dann schneide ich mir immer die 2,8 cm ab. So. 2,8 anlegen. Schneiden. Dann habe ich einen. 2,8. Anlegen, schneiden. Und da ist es jetzt so, dass ich mir die hier der Reihe nachher lege, weil dann, wenn ich es anlege, habe ich den Farbverlauf perfekt drin. Ich glaube, so ist fast das zu dunkel eigentlich. Machen wir mal so. Okay, da auch 2,8. Das stellt er mal jetzt nicht scharf, aber gut. Zwei, brauchen wir 6 Stück. 1, 2, 3 oben. 1, 2. So, und dann nehme ich jetzt hier die dunkle Seite nochmal, dass das wieder zusammenpasst. 3. Genau. Gut, dann halt, das lasse ich jetzt einmal da gleich, das lassen wir jetzt auch liegen. Brauchen wir ja natürlich noch das in die Mitte hinein. Ich mache jetzt auf beiden Seiten Designerpapier. Wer natürlich möchte, kann auch den Farbkarton unten drunter lassen. Eigentlich nur zum Beispiel so eine Blumenvase drauf machen, das geht genauso. Oder seinen Spruch in weiß mit dem Farbkarton, mit dem weißen Farbkarton ausgestanzt. Oder wenn einer einen Gutschein draufkleben will, kann er da den Gutschein draufkleben. Also das überlasse ich wieder euch. Und da braucht man die Maße, ich glaube 8,8 auf 10,8. Jawohl. So. Dann nehme ich jetzt aber den Farbverlauf.
Dann mache ich jetzt 10,8 auf 8,8. Dann habe ich das da innen drin. Das ist jetzt auch sehr Ton in Ton bei mir dieses Mal, aber das macht nichts. Und ich werde jetzt ein wenig schummeln und das Papier, also man kann jetzt noch mal eins rausschreiben mit 10,8 auf 8,8, aber dadurch, dass das ja so abgedeckt wird, schummel ich jetzt einmal und nehme den Rest da dafür her. Aber das kann natürlich wieder jeder für sich entscheiden. Na, das ist ja ganz klar. Dann machen wir uns mal dran, das Ganze zu kleben. Und wenn ihr das jetzt so vor euch liegen habt, dann ist es so, nochmal zum Verinnerlichen, dass die Seite, die das Innenteil im Endeffekt ist, also das, was man sieht, wenn man es aufklappt. Das ist das, was man sieht, wenn man aufklappt. Ne? Also sprich, das jetzt zum Beispiel. Und die Rückseite jetzt so gesehen, wäre dann die Vorderseite. Ich weiß, das ist ein bisschen verwirrend. Aber schaut euch das immer wieder an, klappt es immer wieder auf und zu und vielleicht macht ihr auch mit dem Bleistift eine kurze Notiz drauf. Das geht ja, das wird ja eh überklebt, dass ihr da nicht durcheinander kommt und am Schluss dann eure Deko-Idee falsch, in Anführungszeichen, wobei falsch gibt es ja nicht, draufklebt, das wäre ärgerlich. Das ist das Falsche. Mist, das brauchen wir doch. Kleben wir das auch drauf. Und dann fangen wir mit dem an. Der wird leer, den Kopf überlagern, dass das immer da ist, dass das, hallo, Kleber, dass du da bist, jetzt. So. Wenn ihr dann später durch die anderen Videos vom Videohop durchhüpft, dann hinterlasst doch gerne einen Kommentar bei den Mädels oder auch einen Daumen hoch und ein Abo von ihrem Kanal, auch bei mir gerne. Das bestärkt uns eigentlich daran, dass wir das Richtige tun, dass wir es gut machen, dass es euch interessiert. Und auch wenn es uns natürlich wahnsinnig viel Spaß macht, es steckt auch eine Menge Arbeit dahinter, sich die Idee auszusuchen, natürlich das Video zu machen. Dann muss man das nochmal schneiden, das eine oder andere noch dazufügen. Also da freuen wir uns natürlich über jede Anerkennung von euch. Gut. So. Dann machen wir die Seite noch, drehe ich jetzt um und klebe das noch drauf. Meinen sogenannten, also jetzt kann ich dann wegtun, glaube ich, sogenannten Rest. Aus dem Bild komme ich auch mal wieder. So, machen wir jetzt so. Genau. So. Und schon ist er eigentlich fast fertig. Gut, was ich jetzt noch mache mit euch, weil das will ich euch auch noch mal zeigen. Wir haben doch diese tollen Buchstabenmix im Katalog für unsere Präge- und Stanzmaschine. Und das ist ja absolut genial. Ihr habt es, ja, bei der einen sieht man es nicht so gut, aber hier habt ihr es gesehen, habe ich es schon drauf und ich finde es super. Und da kann man durchaus auch reines weißes Papier nehmen, weil so weiße Papierschnipsele hat immer jeder daheim. Die solltet ihr auch immer gut aufheben, kann man toll verwenden für Etiketten und auch jetzt für diese Buchstaben.
Das heißt, und es ist auch super toll, weil es sind etliche Buchstaben doppelt drin. Das E ist doppelt drin, das S ist, glaube ich, das A ist doppelt drin. Also von daher, und ich werde da jetzt alles Gute machen. Hol mir mal die Buchstaben raus. Und was ich auch super cool finde, ich habe ja immer das Problem, wenn ich die Stanzteile weg ablöse, dass ich die nie wieder so drauf kriege, wie die drauf waren. Und dass da auch kein, manchmal eine Übersicht fehlt, also mir zumindest gefehlt hat, habe ich jetzt wirklich alle Stanzteile wieder drauf oder nicht? Und da kann mir das jetzt nicht passieren, weil das unten drunter steht. Das sieht man sofort, wenn was fehlt. Alles haben wir jetzt hier schon mal. Und dann brauchen wir noch Gute. Weil alles Gute geht für vieles. Da kann man jetzt einmal nichts falsch machen. Und da haben wir noch ein E. Also ihr seht, kann ich auf einmal ausstanzen. Und das Tolle ist, dass diese Buchstaben super toll mit unserer kleinen Mini-Prägemaschine geht. Die seht ihr jetzt hier. Ich finde die gerade zum Einsteigen super. Auch, also ich habe die große ja auch, aber ich habe die kleine mir jetzt auch noch geholt, weil, und das muss ich jetzt echt zugestehen, ich manchmal ein wenig faul war, die große zu holen. Und dann haben wir gedacht, ach, dann machst du jetzt doch ein anderes Deko oder wie auch immer. Und jetzt ist die kleine, diese Mini, die steht immer an meinem Schreibtisch. Und jetzt stanze ich gefühlt bei weitem mehr aus. Das heißt, meine Stanzformen, die ich mir alle mal geleistet habe, werden bei weitem mehr genutzt. Also ist eine Win-Win-Situation sozusagen. Und ich finde es zum Einsteigen perfekt. So kann man mal testen. Wie oder was, gefällt es mir nicht. Und im Katalog ist es auch bei den Stanzteilen hinterlegt oder markiert, welche Stanzteile für die Minimaschine gehen. Und es sind echt viele. Also es ist nicht so, dass ihr da nur noch eine Auswahl habt von 2 oder 3, sondern es sind echt viele. Gut. Dann kurbeln wir das mal durch. Jetzt versagt die Stimme. Oh je. Was bei der bisschen zu beachten ist, wenn ihr das Sandwich, nennt man diese Platten, das Plattensystem hier, wenn ihr das zusammen macht, müsst ihr das ein bisschen wie so eine Stufe hinlegen, sonst nimmt euch die Maschine das nicht gescheit auf. Aber das ist ja wiederum der Vorteil an uns Beraterinnen, wenn ihr bei uns was kauft und damit nicht klarkommt oder Fragen habt, dann könnt ihr euch jederzeit an uns wenden. Und dann stehen wir mit Rat und Tat euch zur Seite. So, tun wir das einmal auf die Seite. Da fehlt schon das G. Zack. Genau. Dann klebe ich jetzt das da noch hin. Und da ist jetzt so, dass ich da diese Schaumstoffstreifen nehme. Da tue ich mir jetzt einen raus. Weil ich finde, wenn das ein wenig erhoben ist, da sieht man es. Ja, sieht man nicht. Also jedenfalls klebt es nicht platt dran. Und dann macht es noch einmal echt was her. Das schneide ich mal jetzt ab. Und klebt es dann da so drauf. Das Ganze lasse ich jetzt in meinem Schnelldurchlauf laufen, weil ich rede ja gern und viel, aber das machen wir jetzt einmal schnell im Schnelldurchlauf und da quassel ich euch jetzt einmal nicht voll. Gut, dann habe ich jetzt alle draufklebt. Wer natürlich, wer jetzt diese Schaumstoffstreifen nicht hat, der kann natürlich auch ganz normale Dimensioners nehmen und die im Endeffekt zusammenschneiden. Also das geht auch. Ne?
Okay, gut. Ich lasse jetzt den Rest offen, weil ich ja, wie gesagt, noch nicht weiß, für was ich das brauche. Weil meine Muttertagskarte habe ich ja fertig. Aber ich habe euch ja schon verschiedene Sachen gezeigt. Hier mit dem Blumenstrauß kann man das schön machen. Oder hier mit diesem Blumenzierte, mit den Stanzteilen zum Beispiel, die habe ich jetzt so klar, also zugeschnitten halt, dass das passt. Und hier dieses Blumenvase, wie heißt es hier, Flowers mit der Handstanze macht. Da könnt ihr auch rein theoretisch eine Schüttelkarte draus machen, weil da haben wir auch diese Plastikkuppeln ja dazu. Die kann man da jetzt auch draufkleben, dann habt ihr sogar noch ein Schüttelelement dazu. Also wie gesagt, ich glaube, die ist in sich wieder sehr variabel, für Muttertag geeignet, wie auch für irgendetwas anderes. Ihr könnt Gutscheine verschenken oder sonst irgendwas. Das glaube ich, da habt ihr genügend Ideenreichtum, dass euch da was einfällt. In diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch und lasst auch gerne ein Abo da. Schaut euch die Videos von den anderen Mädels an, es ist wirklich sehr interessant. Die lassen sich da auch immer wirklich tolle Sachen einfallen. Und da könnt ihr euch das eine oder andere abschauen. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbasteln und bis zum nächsten Mal. Tschüss!